Liebe Freunde der gepflegten Aktienanalyse, zwischen Vatertag und Wochenende nehmen wir uns Zeit, um über schöne Themen zu sprechen. Über Softbank, über den norwegischen Staatsfonds, über den Gold- und den Silberpreis, über diverse Airlines und ihre Zukunft, sowie über das Thema Inflation und Deflation. Bitte denken Sie immer daran, alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind stets unsere eigenen, höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast. Florian, du hast am gestrigen Vatertag richtig Gas gegeben, habe ich gelesen und gehört. Ja, und bei dir, Pascal, da stapelt sich das Geld auf dem Konto. Wie kommt's? Ja, so schön ist es leider doch nicht. Aber du sprichst natürlich einen interessanten Punkt an. Und zwar, dass zwar einerseits natürlich viele Leute in der aktuellen Krise betroffen sind. Wir haben 10 Millionen Arbeiter in Kurzarbeit. Wir haben aber auch gleichzeitig viele Personengruppen, wie zum Beispiel Rentner, Beamte, alle Angestellten im öffentlichen Dienst oder auch natürlich Unternehmen wie unseres, die jetzt das Glück haben, dass wir nicht in Kurzarbeit gehen müssen, sondern weiter voll reinhauen können und das natürlich auch bei vollen Bezügen. Und das haben wir aber gleichzeitig die Situation, dass wir nicht so konsumieren können, wie wir das sonst gewohnt sind, wo man vielleicht dann sonst regelmäßig mal was essen geht oder man geht in die Stadt und geht ein bisschen einkaufen. Und da gibt es jetzt den Gedanken dazu, dass sich in Anführungszeichen natürlich das Geld bei, sagen wir mal, im Mittelstand sozusagen ein wenig stapelt, weil es einfach einen Investitionsstopp in dem Sinne gibt oder einen Konsumstopp. Ja. Und da ist jetzt ein weiterer Gedanke, ob im Endeffekt diese Kontoguthaben zu einer Art Deflationsschock führen könnten. Ja, so sagen es manche Analysten, sagen es richtig, ja, so wie du es gerade gesagt hast, eben ein Deflationsschock. Erläutern dann das eben so, dass sich eben, wie du sagst, das Geld sich auf den Konten ansammelt und eben nicht investiert werden kann oder verkonsumiert werden kann. Investiert werden kann es natürlich durchaus. Haben wir es natürlich oder ihr auch als Fondsmanager, als Fondsberater gemacht, investiert an den Börsen. Es kann aber nicht konsumiert werden. Das heißt, der breite Mittelstand, der sonst eben sein Geld für den Konsum ausgibt, kann dies eben nicht tun. Jetzt wäre vielleicht ein Schluss, den man sich so überlegen könnte, ja gut, jetzt öffnen die Geschäfte, alle können wieder konsumieren, können auch wieder die Gastronomie nutzen, können wieder ordentlich einkaufen, steigen nicht jetzt auf einmal die Preise an? Also erleben wir nach dieser kleinen kurzen Deflation von einigen Wochen, von 2 Monaten vielleicht, dann auf einmal den großen Schock nach oben, die große Inflation. Das sagen ja auch nicht weniger. Also eine große Inflation kurzfristig sehe ich nicht. Ich sehe eher ein weiteres Voranschreiten einer Deflation, gerade im Einzelhandel. Die Lager sind voll. Wir sind jetzt gerade wieder an einem Jahreszeitenwechsel. Das heißt, neue Kollektionen sind schon auf dem Weg. Die Einzelhändler werden sich darum bemühen, ihre Lager schnell leeren zu wollen und das auch mit entsprechenden Rabatten. Also da sehe ich es doch wieder in die Richtung. Und was man auch merkt ist, obwohl die Möglichkeit besteht, dass man wieder einkaufen kann, ist, was ich in meinem Bekanntenkreis auch höre und was ich selber auch so empfinde, dass dieses Erlebnis einkaufen sozusagen nachlässt. Es ist einfach nicht mehr so angenehm. Ja. Man trägt immer eine Maske. Man muss sich teilweise anstellen, wenn man in bestimmte Läden möchte. Und ich kann mir da gut vorstellen, dass da auch die Lust in Anführungszeichen noch ein bisschen nachlässt, dann jetzt wirklich das Geld auszugeben, was man jetzt in den letzten Tagen nicht ausgeben oder Wochen nicht ausgeben konnte. Und ganz speziell im Bereich der Gastronomie ist es ja so, dass es Nachholhandlungen gar nicht geben kann. Ja, das heißt, richtig. Es gab ja auch diese, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, es gab ja auch ganz lange die Diskussion um Gutscheine. Also irgendwie die Methode, dass Gastronomie Gutscheine jetzt ausgibt, sodass jetzt immer noch ein gewisser Teil des Umsatzes bestehen bleibt, man jetzt eben diese Gutscheine verkauft, die dann später beeingelöst werden. Aber das wäre natürlich nur eine Fortführung oder eine Verlängerung dieser schlechten Umsatzzahlen in die Zukunft hinein. Ne? Und das wäre ja eigentlich auch keine Lösung. Das würde ja die jetzigen Umsatzeinbußen auch nicht wettmachen.
Genau das. Ist auf jeden Fall ein sinnvolles Instrument. Wenn du einen Lieblingsitaliener hast oder eine Lieblingskneipe, wenn du die halt vor Ort unterstützen möchtest. Genau, dass einfach diese Läden bestehen bleiben überhaupt. Genau, dass sie Liquidität haben, um durch die Krise zu kommen. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Instrument und wenn diejenigen das brauchen, ist es auch wichtig, das zu nehmen, weil die Kultur gerade muss bestehen bleiben. Und dahingehend sorgt es halt dafür, dass erstmal Liquidität im Markt ist. Und die Leute, die Durststrecke überführen können. Ja. Ist die Frage, ob jetzt nach der Durststrecke es gleich wieder richtig weitergeht und es auch erst Schritt für Schritt sich erholt. Wie Pascal schon meint, also es ist nicht unbedingt mehr so komfortabel wie früher, halt mit Masken und mit Abstand da in die Läden zu gehen. Und vor allem halt, was bei den Einzelhandelsgeschäften ist, wie Pascal schon sagt, die haben jede Menge Vorräte auf Lager, die müssen es erstmal loswerden. Also die müssen erstmal Leute mit Schnäppchen locken. Genau, also auf der Angebotsseite ist das Problem, die Händler haben jetzt gar nicht die Möglichkeit, so hohe Preise zu verlangen, weil eben die Läger voll sind. Ne? Richtig. Genau. Spannend ist nur, bei denjenigen, wo sich das Geld auf dem Konto stapelt, was machen sie damit? Wo setzen sie im Prinzip erste Punkte? Wo fängt die Konjunktur wieder an zu laufen? Und das sind ja meistens Leute, die jetzt nicht unbedingt in Saus und Braust leben. Ja. Sie haben zwar schon einiges, aber werden dann selektiv halt vorgehen bei den Neuanschaffungen. Und dann ist die Frage, wo werden Sie damit beginnen? Sie wollen auf jeden Fall mehr genießen. Und deswegen ist es halt auch spannend, sich einfach mal die Spirituosenhersteller anzuschauen, was ich da auch wieder dazugelernt habe. Normalerweise hat man ja immer gesagt, bei den Krisen, getrunken wird immer. Wenn jetzt jemand seinen Job verliert, geht er aus dem Bürogebäude raus und geht in die nächste Kneipe und besäuft seinen Frust erstmal. Das war jetzt bei Corona leider nicht der Fall, dementsprechend oder war einfach nicht möglich. Dementsprechend ist das auch nicht mehr so das absolute Kriseninvestment, aber dennoch, es bleibt bestehen, Leute wollen mehr genießen und deswegen finde ich es ganz spannend, einfach mal einen Blick drauf zu werfen. Es gibt ja riesige Unternehmen in dem Bereich, die ganz viele Marken haben. Pascal, welches Markenunternehmen ist da dein Lieblingsunternehmen? Oh, das ist eine schwierige Frage, ehrlicherweise. Ich orientiere mich da eigentlich weniger an der, an dem großen Ganzen, sondern vielmehr an Einzelnen, die mir dann gefallen. Und, was könnte ich da jetzt sagen? Schwierig. Aber da einen vielfältigen Geschmack, kann mich da jetzt nicht auf eine Marke oder eine Großmarke festlegen. Grundsätzlich, wenn ich so alltäglich denke, wäre es wahrscheinlich Pernod Ricard mit Dingen wie Havana Club oder Jameson oder Absolut Wodka, wo man dann wahrscheinlich regelmäßiger Kunde ist. Aber ich glaube, Florian, du hast ja schon Hintergedanken. ich denke, du kennst ja einige große börsennotierte Unternehmen, in die man als Trinker investiert, als Genießer natürlich investieren kann, aber auch eben als Aktionär. Was wäre das denn aus deiner Sicht? Da gibt es natürlich eine Vielfalt. Pernod halte ich da auch für einen Favoriten, weil ich die Marken eigentlich ziemlich gut finde. Kennt ihr die Mutter hinter Guinness? Mögt ihr Guinness? Nee, gar nicht. Guinness mag Irland, aber Guinness mag ich überhaupt nicht. Ja, geht mir ähnlich. Aber das ist der größte Spirituosenkonzern, der dahinter steht. Und die sind im Prinzip sehr gut aufgestellt, auch in der Vergangenheit schön gewachsen, mit Umsatzwachstum von 5%. Aber die haben natürlich jetzt auch eine Flaute. Warum ist das so? Weil gerade ja die Restaurants und Gaststätten überhaupt nichts mehr verkaufen und das auch ein großer Abnehmer war. Spannend finde ich da auch bei Campari. Campari hat da schon aktuelle Prognosen abgegeben und sind in der Berichterstattung sehr transparent. Zu Campari gehört jetzt nicht unbedingt nur die eine Marke, sondern auch zum Beispiel Sky Vodka, wenn ihr die kennt, Bulldog Gin oder Cinzano. Was ich da auch spannend fand, Uso 12 gehört dazu.
Und die stellen je Marke mal so eine Entwicklung dar. Wie haben sich die Marken gut entwickelt während der Corona-Phase, also im ersten Quartal? Und bei welchen Unternehmen lief es gar nicht? Uso trinkt man wahrscheinlich auch ohne Freunde, denn hier ist der Absatz gestiegen um 5,6%. Shinsano hat ein Minus von 7,7%. Und richtig hat es halt so Gin-Hersteller getroffen mit einem Minus von 17,5%. Sky Vodka hat auch ein dickes Minus. Hier sieht man also ein sehr gemischtes Bild, aber tendenziell hatten die auch ein Minus in den Absatzzahlen. Ist die Frage, wie entwickelt sich das weiter? Ich gehe davon aus, dass schon irgendwann mal wieder da eine Normalisierung einsetzt und die Umsätze vielleicht im Absatz nicht mehr deutlich steigen, aber der Preis steigen kann. Und so ist schon immer noch leichtes Wachstum da vorhanden. Wir müssen nur mal auf die letzten 5 Jahre blicken. Campari hat da auch den Umsatz nur um 2% zulegen können. Also die konnten per se schon nicht unbedingt große Wachstumssprünge erreichen. Aber die EBIT und der Cashflow sind deutlicher gestiegen. Von 6-8% jedes Jahr. Und wichtig ist für uns halt auch, wie sind da die Margen? Und die Margen sind bei den Spirituosen recht ordentlich, recht hoch. Hier sieht man halt auch Wettbewerbsvorteil, also ein Alleinstellungsmerkmal, dass die Konsumenten nicht ohne Hintergedanken switchen. Campari kann zum Beispiel eine EBIT-Marge von 20% erzeugen, für die Cashflow-Marge von 13%. Und jetzt wird es spannend. Ich bin mittlerweile auch schon Anhänger von so Longdrinks und Cocktails. Und da gibt's ein Unternehmen, auch schon mehrere Jahre an der Börse, die stellen halt das Tonic her, das Tonic-Wasser oder beziehungsweise das Ginger-Bier. Und die sind enorm schnell gewachsen. Deutet auf eine klassische Mode hin. Der Umsatz hat dann nämlich um 45% zugelegt bei Fever Tree und der operative Cashflow um 60%. In welchem Zeitraum sprichst du, Florian? Über 5 Jahre und das jedes Jahr. Also das Wachstum ist enorm und die Margen. Das ist ja auch dann so ein Trendgetränk, ne, in den letzten Jahren geworden. Ne? Das spielt ja so mit da rein. Genau, also der Trend halt zu Premium und Spirituosen, dann geht das sehr gut. Auch die operative Qualität, also die Margen, die das Unternehmen generiert, sind Wahnsinn. Also von jedem umgesetzten Euro bleiben 20 Cent Free Cashflow im Unternehmen. Das ist schon sehr, sehr cool. Die Frage ist halt nur, ihr habt das sicherlich auch schon von dem Trend zum Gin Tonic gehört. Davon ist das Unternehmen, glaube ich, schon noch abhängig. Bleibt das aus eurer Sicht weiter bestehen? Ja, ich denke mal. Also ich bin da jetzt auch kein Experte, aber ich denke mal, das sind auch so Modethemen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in 1-2 Jahren das ganze Thema auch wieder brach liegt und andere Spirituosen dann eine Rolle spielen, die stärker dann auf dem Markt auftreten und angenommen werden vom Publikum. Was mich eigentlich noch mehr interessiert, Florian, also deine These ist nun, also erstmal ganz grundlegend, Alkohol spielt immer eine Rolle. Auch in der Krise. Früher waren es vielleicht eher die AB InBev, die eher auf die Bierproduktion setzen. Aber jetzt, Corona hat gezeigt, so deine These, wenn ich die mal zusammenfassen darf, Corona hat gezeigt, dass eher höherwertige Spirituosen jetzt eine Rolle spielen und an Fahrt gewinnen und das eben auch in der Zukunft anhalten wird. Oder ist da jetzt so eine Trendumkehr, also weg vom Bier, sage ich mal, weg vom typischen Alkoholkonsum in der Kneipe, im Restaurant, wo man dann vielleicht doch eher Bier und Wein trinkt, hin zum Alkoholkonsum zu Hause, wo man sich dann vielleicht selber einen Cocktail mixt und diesen Bereichen eher konsumiert? Oder wie kann man deine These da sehen? Also der Trend ist aus meiner Sicht schon länger im Takt. Es gibt schon länger diesen Trend zum Premium Spirituosen, also auch mit Longdrinks. Gin Tonic, Moscow Mule, das ist ja schon die letzten 5-6 Jahre intakt. Und dieser Trend ist so signifikant, dass er wirklich also stärker ist als Bierkonsum, als das, was man sonst so kennt. Bier, Wein spielt da wirklich deutlich weniger eine Rolle. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es weniger eine Rolle spielt, aber der Markt ist halt riesig. Dementsprechend kann sowohl auch der Bierkonsum steigen in Zukunft. Aber das Segment ist attraktiv, man kann deutlich höhere Margen generieren
Und okay, das ist ein guter Punkt. Also die Margen, kann ich mir auch gut vorstellen, sind da deutlich höher. Ja. Genau, deswegen ist es langfristig halt ganz spannend, wie sich das entwickelt. Und okay. Die Bilanz ist bei dem Unternehmen auch sauber. Also viele, gerade diese klassischen Spirituosenunternehmen, haben eigentlich auch eine enorme Verschuldung. Aber jetzt das Unternehmen, mit dem ich meinen Longdrink anreiche, weil, sagen wir mal, 3/4, wenn du einen Gin Tonic trinkst, kommen ja vom Tonic Water. Ja. Das heißt, hier was Billiges zu nehmen, ist eigentlich auch Blödsinn. Dann brauche ich auch keinen hochwertigen Gin zu trinken. Dementsprechend ist es schon ganz spannend, auch sich das Unternehmen mal anzuschauen. Es gibt noch ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin, was direkt Konkurrenz ist. Das ist Thomas Henry. Und hier streiten sich natürlich die unterschiedlichsten Geschmäcker. Manche finden den Gin Tonic von Fever Tree besser, manche von Thomas Henry. Da muss jeder mal in sich gehen, was ihm gefällt. Aber von der Aufstellung her kann Fever Tree auf jeden Fall eine Krise überstehen. Wir haben eine sehr hohe Eigenkapitalquote von 84%. Und wenn dieser Trend zu Premium-Spirituosen weiter bleibt, weil es, wie auch in Corona, nicht alle Segmente getroffen hat, sondern vielen Segmenten auch wirklich gut geht, wo sich das Geld auf dem Konto hortet. Und dementsprechend denke ich, sollte man darüber nachdenken, einfach mal sich das Unternehmen anzuschauen. Okay, also ist eine These, dass eben diejenigen, die jetzt während Corona immer noch fleißig arbeiten gehen dürfen, Geld verdienen können, eben vermehrt auch in Spirituosen konsumieren. Ist so ein bisschen die These dahinter. Generell kann man natürlich sagen, Alkohol spielt immer eine Rolle, egal ob Rezession oder Boomphase. Da kann man eigentlich immer investieren. Vorausgesetzt natürlich, die Bilanzen sind stabil und das Unternehmen ist gesund und hat eben auch eine gewisse Ertragskraft, egal in welcher Wirtschaftsphase wir uns so befinden. Ich denke, da kann man wenig falsch machen, oder? Genau, also es sind halt übergeordnete Trends. Jetzt nicht unbedingt auf Corona bezogen, aber ich könnte mir schon vorstellen, derjenige, der jetzt während der Corona-Zeit ordentlich gespart hat, der sich einfach mal demnächst was Besseres gönnt. Es gibt ja auch welche, die sind Whisky-Experten oder Gin-Experten und nutzen das als Kapitalanlage. Wenn ich absoluter Experte bin, wirklich sinnvoll. Wenn ich aber nur Laie bin, würde ich davon abraten, dann würde ich mich lieber auf Aktien konzentrieren. Ja gut, da sind dann auch so Liebhabersachen, da spekuliert man dann eher auf einen zukünftigen Wert in einem gewissen Expertenkreis. Ne? Genau. Gut, haben wir das Thema Alkohol für dich so abgehakt, Florian, oder hast du da noch ein paar Aktien drin? Nee, können wir überspringen, aber tendenziell sollte man auf dem Schirm behalten. Okay, ja. Wir haben eine Frage eines Clubmitglieds bekommen von dem lieben Marc zum Thema Silberpreis. Und ja, das kam möglicherweise, dankenswerterweise auch als Sprachnachricht. Die würde ich jetzt gerne einmal kurz einspielen. Einen Moment. Ich freue mich bei der Gelegenheit, den Florian König dann auch demnächst persönlich kennenzulernen beim ersten Privatinvestor-Club-Treffen. Liebe Grüße schon mal vorab. Und ich habe eine Frage an euch, und zwar, meine Frage ist folgende bezüglich des Silberpreises, wie eure Einschätzung zum Silberpreis ist und zur Silberpreisentwicklung. Da wird ja aktuell viel drüber diskutiert und ich muss sagen, es gibt keine andere Assetklasse, über die ich öfter höre, dass sie unterbewertet sei und ja, Silber ist ja so günstig und kauft Silber und überhaupt. Okay, vielen Dank für die Frage. Also Silber finden wir grundsätzlich auch sehr spannend, weil vor allem das Verhältnis zwischen Gold und Silber in der Vergangenheit auf dem Allzeithoch war. Also man hat teilweise 110 oder 120 Silberunzen hinlegen müssen, um eine Goldunze zu bekommen. Aktuell sind es 102, 102,5 über eine Goldunze. Also das ist Verhältnis ungefähr aktuell, aber es war halt deutlich auch höher. Ja. Das heißt, wir halten Silber schon im Fondsmanagement für attraktiv, haben das auch in unseren Hedgefonds aufgenommen. Man hat natürlich das Problem immer mit der Lagerung, weil da geht es dann um viele Tonnen. Und da muss man auch erstmal gewisse Lagerstätten finden und entsprechend ist es dann auch teurer. Aber tendenziell Silber ist spannend, ist ein
interessante Sache, die halt auch gerade in Rezessionszeiten sich gut entwickelt. Wir müssen nur mal schauen, seit Anfang März hat schon Silber einen vernünftigen Sprung hingelegt und ist fast um 50% gestiegen. Mhm. Also seitdem wir damals gesagt haben, okay, es ist wirklich extremst günstig im Verhältnis zum Gold, hat sich es auch schon wieder erholt. Okay. Wie löst ihr das im Hedgefonds? Also wie löst ihr diese Frage der Lagerung? Habt ihr da was zu erzählen? Oh, ich höre dich gar nicht, Florian. Ich höre dich nicht. Ja, ich kann ihn auch nicht hören. Florian, sag mal was. Ich, dich, Pascal, höre ich, ja. Okay. Jetzt? Könnt ihr mich jetzt hören? Ja, jetzt, genau. Krass. Und wann bin ich ausgestiegen? Nach meiner Frage habe ich dich nicht mehr gehört. Also wie wir das Problem lösen? Ja, genau. Hm. Lagerung. Genau, halt so sicher wie möglich haben wir das bei Banken und Sicherheitsunternehmen in Liechtenstein der Schweiz. Das ist so aus unserer Sicht gut aufgehoben, auch außerhalb des direkten Zugriffes des deutschen Staats. Und damit fühlen wir uns ganz wohl. Okay. Gut, Pascal, hast du noch was zu dem Thema zu sagen? Kannst du unserem Clubmitglied Marc da noch helfen? Hab da nichts mehr zu ergänzen. Hat Florian soweit meiner Meinung nach alles gesagt. Okay, wunderbar. Gut, ja, Gold und Silber, liebe Zuhörer, Sie wissen selbst, sind sehr konservative Anlagemöglichkeiten, ein bisschen deutlich wachstumsorientierter ist da Softbank, vor allem mit dem Vision Fund. In meiner Wahrnehmung war das immer ja so ein großer Fonds, der weltweit sehr stark in Startups investiert hat, aber trotz ja, einiger guter Tech-Werte, die in letzter Zeit auch dank Corona gut gelaufen sind, hat auch Softbank, also ist Softbank auch ein bisschen unter die Räder gekommen. Woran lag das, Florian? Also es lag an einer großen Beteiligung WeWork, die wollte man ja unbedingt noch an die Börse bringen, zu horrenden Milliarden, also irgendwie 45, 48 Milliarden. Ja. Dann gab es einen Schwenk, dann wurden die Aussichten nicht mehr ganz so in den Himmel gelobt und jetzt kriegt man vielleicht noch 8 oder 5 Milliarden. Das heißt, hier sind halt auch die Annahmen, die man trifft für die Zukunft, einfach sehr, sehr empfindlich, will ich mal sagen. Und deswegen, ja, das Unternehmen hat noch weitere Portfolio-Positionen, Slack zum Beispiel, so eine Plattform, mit der man zusammenarbeiten kann. Mhm. Genau. Schlussendlich muss man sagen, der Portfolio-Manager oder der große Guru, der dahinter steht, dieser Sun, hat schon immer viel auf viel gewettet, viel spekuliert. Er ist nicht unbedingt ein sehr konservativer Investor, aber er hat auch mal Glück oder einfach ein gutes Händchen gehabt, wie zum Beispiel Alibaba in der Finanzkrise. Ja. Ist jetzt auch eine Beteiligung, die sein Mutterkonzern, das ist ja Softbank, eigentlich ganz gut aussehen lässt. Aber er hebelt alles auch sehr. Also es kann dann halt auch ganz schnell in die andere Richtung gehen und einfach ein sehr, sehr dickes Minus dastehen. Ja, jetzt aktuell wird wieder Cash gebraucht. Ich glaube, die Position an T-Mobile wird veräußert, unter anderem auch an die Deutsche Telekom. Ja, da sieht man, ja, da ist dringend Liquidität anscheinend nötig, wie es aussieht. Das stimmt, ja, weil gerade so Unternehmen, so Startups verschlingen auch sehr viel Cash. Und ja, er hat im Prinzip mit seiner Philosophie auch den ganzen Markt kaputt gemacht, wenn man das unterm Strich so zusammenfasst. Er hat ja im Prinzip gesagt, hier, wenn ihr 200 Millionen braucht, kriegt ihr von uns 500 Millionen. Hauptsache, ihr geht sehr aggressiv in die Märkte rein und gewinnt Kunden. Mhm. Das ist natürlich keine vernünftige Kaufmannsregel, da einfach sehr aggressiv vorzugehen. Und das verschlingt erstmal richtig Kohle. Und wenn es dann halt nicht den entsprechenden Erfolg hat, dann kommt der Boomerang zurück und man wird irgendwann illiquide und muss alles, was einigermaßen vernünftig läuft, zu Cash machen. Ja, Ziel Nummer eins bei vielen Startups war es auch einfach, die Kundenzahl zu steigern. Je mehr Nutzer, desto besser Netzwerkeffekte aufbauen, immer weiter ausweiten auf die Profitabilität, wurde der wenig geachtet. Und viele Startups haben sich ja eigentlich nur von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde gehangelt. Was ja jetzt, muss man auch sagen,
auch weit ab von Softbank, ja auch das im Moment durch Corona dazu führt, dass ja diese Zeiträume, die finanziert werden müssen, wachsen. Also früher war es vielleicht so einmal im Jahr, dass man eine Finanzierungsrunde braucht, auch als bekanntes Startup. Und heute sagen manche Berater, ihr geht lieber in eine Finanzierungsrunde und sagt, ja, wir müssen jetzt so 18 Monate finanzieren können in Zukunft. Ne? Das wird dann natürlich deutlich schwieriger für viele kleine Unternehmen, die durchstarten möchten. Absolut, aber wichtig ist halt auch, dass richtig gutes Startup, was ein vernünftiges Geschäftsmodell dahinter hat, das kann dann mittlerweile auch selbst Cash erzeugen und selbst einen ordentlichen Free Cashflow hinlegen. Das braucht nicht so viel Geld von irgendwelchen anderen Unternehmen. Ja, entscheidend ist einfach, dass der Fokus des Managements da auch mehr in die Richtung Cash-Generierung rückt, denke ich. Das ist ganz entscheidend, ja. Gut, es gibt nicht nur Softbank als großen weltweit agierenden Fonds. Ja, liebe Zuhörer, Sie kennen alle auch den großen norwegischen Staatsfonds. Aktuell ja, hat er Assets under Management von rund 900 Milliarden. So mein letzter Stand. Es gab einen kleinen Skandal um den obersten Fondsmanager, Herr Yngstad ist das, glaube ich, wie ich es richtig gelesen habe. Und sein potenzieller Nachfolger, ein Hedgefondsmanager aus den USA, der ihn da bald beerben soll, ja, der soll ihm einen Flug in die USA finanziert haben. Hat für einen kleinen Presseskandal gesorgt. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, auf den Punkt können wir natürlich gerne noch eingehen. Ein sehr viel wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht ja dieser norwegische Staatsfonds. Der kann im Normalfall zu 3% abgesetzt werden, um den norwegischen Staatshaushalt mitzufinanzieren. Und jetzt im Zuge von Corona wurde diese Quote erhöht auf 4,2%. Das heißt natürlich, in solchen Notfällen, in solchen Krisen kann da eben Norwegen auf diese Assets zugreifen und dort sich eben natürlich auch Dividendenzahlungen bedienen, die da Jahr für Jahr einfließen. Ja, wie seht ihr das Thema? Florian, du hast in der letzten Podcast-Folge das Thema Staatsfonds schon mal angesprochen, recht spontan. Wäre natürlich vielleicht auch eine gute Idee für Deutschland oder für Europa. Wie seht ihr das ganze Thema norwegischer Staatsfonds? Auch das aktuelle? Also tendenziell sehe ich es sehr positiv. Norwegen wollte sich damit ja unabhängiger machen vom Öl. Das ist denen auch gelungen und gerade jetzt in der Krisenphase müssen sie halt nicht weitere Schulden aufnehmen und sozusagen der nachfolgenden Generation da was aufnehmen. Das ist ganz entscheidend, ja. Ja, das ist ganz entscheidend, ja, dass man und kann halt da aus ihren Vermögenswerten schöpfen. Und der Staatsfonds ist ja auch in der Vergangenheit ganz gut gelaufen. Das heißt, ist ein richtiger Moment, das höher zu gestalten. Aus Sicht vom Staat. Ich als Investor würde natürlich sagen, wenn man jetzt das Geld im Staatsfonds belässt, kann man wahrscheinlich günstig weiter Unternehmen aufsammeln und dann langfristig davon profitieren. Also ist immer eine gute Verhandlungssache. Aber auch diese 4%, die sie da rausnehmen wollen, ist ja jetzt nicht allzu viel. Also dementsprechend das größte Vermögen bleibt noch im Staatsfonds und wird langfristig für Norwegen arbeiten. Ja. Und nicht für uns Deutsche, weil wir sowas nicht haben. Ja, ich finde das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das muss man sich vergegenwärtigen. Klar, jedes Land durchlebt jetzt eine wirtschaftliche Krise. In jeder Nation werden öffentliche Gelder, werden Steuergelder benutzt, um diese Krise zu überbrücken. Es werden Schulden aufgenommen. Norwegen, ich weiß nicht, ob sie Schulden auch aufnehmen, parallel dazu, kann natürlich möglich sein, ich weiß das nicht genau, aber zu einem ganz großen Teil wird eben dieser Fonds angezapft und es werden beispielsweise Dividendenzahlungen, die sowieso Jahr für Jahr reinkommen, werden genutzt, um den Haushalt zu stopfen. Ne? Also das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied. Es werden eben nicht unsere kommenden Generationen noch damit belastet, sondern es wird einfach aus aktuellen Erträgen entnommen. Ja, und das Thema, was du angesprochen hast mit dem Skandal, finde ich super fein. Da sieht man auch mal, was er für eine Kultur dahinter implementiert hat. Also zum Wohl halt keine Geschenke annehmen dürfen von anderen, beziehungsweise auch, sie dürfen, glaube ich, auch nicht mit Privatjets fliegen, die Portfolio-Manager vom norwegischen Staatsfonds. Das finde ich halt sehr bodenständig, auf dem Boden geblieben. Und dass er im Prinzip sich dann hinstellt und sagt, okay, ich habe einen riesen Fehler gemacht,
richtig doof gelaufen, tut mir leid. Ich rechne mit Konsequenzen und kann mit den Konsequenzen leben, weil ich diesen Fehler gemacht habe. Finde ich auch gut. Wichtig ist halt auch, dass man nicht nur einen Staatsfonds implementiert, sondern auch die Kultur dahinter stimmt. Und ich glaube, in Norwegen passt das soweit. Ja, Kultur ist ein wichtiger Punkt. Ich denke, ja, da ging es um einen Flug, der finanziert worden ist, von einem ja, möglichen Profiteur in der Zukunft, von seinem potenziellen Nachfolger eben. Und ja, ich denke, da gab es schon mal ja, andere Peanuts, um die eben nicht so ein großes Thema drumherum ist. Nicht so ein großer Streit, nicht so ein großer Skandal. Ja, Herr Ingstad, der ist da sehr ehrlich, hat da, wie du sagst, eine gute Kultur etabliert. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn man solche großen Vehikel aufbaut, die dann eben natürlich auch, woher soll das Geld kommen? Es wird eben aus öffentlichen Geldern kommen, die da investiert werden. Norwegen hat jetzt natürlich den Ölhandel gehabt und hat da eben die Erträge investiert. Das hätte jetzt Deutschland oder Europa erstmal nicht. Das wären öffentliche Gelder, Steuergelder, die investiert werden müssten. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir eine entsprechende politische, demokratische Kultur haben. Ansonsten wird das natürlich von den Politikern und von den angeschlossenen Fondsmanagern, die dann natürlich auch privat profitieren wollen, ganz schnell an die Wand gefahren. Stimmt, also Deutschland könnte sich halt auch über die gute Bonität finanzieren. Das heißt also, aktuell haben wir noch eine gute Bonität. Wir wissen ja alle nicht, wie es genau weitergeht mit der Automobilindustrie und da hängt ja viel dran. Ja. Dementsprechend sollte man jetzt die gute Bonität nutzen und vielleicht Staatsanleihen über 10 Jahre aufnehmen zu einer Negativverzinsung. Ja. Und das halt vernünftig anlegen. Ja, jetzt ist das Geld billig, die Zeit könnte man nutzen. Genau. Gut, im Vorfeld, Pascal, Florian, hattet ihr noch einen arabischen Staatsfonds angesprochen. Er wurde im Jahr 2015 gegründet. Ich weiß absolut gar nichts darüber. Was habt ihr zu dem Thema zu sagen? Was gibt es da für Entwicklungen? Warum wolltet ihr das Thema ansprechen? Deswegen bist du auch gleich geswitcht von Softbank nach Norwegen, weil das eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Weil alt auch der arabische Staatsfonds von Saudi-Arabien ist auch ein großer Geldgeber von Softbank, von den Zukunftsfonds, den sie da haben. Das heißt, ja, vor 5 Jahren hat im Prinzip damals der Prinz gesagt, wir müssen unabhängiger werden vom Öl. Öl ist ja die alleinige Einnahmequelle gewesen. Wir müssen unsere Vermögenswerte streuen. An sich sehr sinnvoller Schritt. Das ist halt auch gelungen. Mittlerweile ist der Staatsfonds schon sehr, sehr groß. Ich gucke mal, ob ich jetzt genaue Zahlen bekomme. Aber tendenziell hat er auch $300 Milliarden. Das ist schon enormer Wert und investiert vor allem jetzt anders wie der norwegische Staatsfonds in der Krise. Man hat jetzt vor allem, wo die Kurse rückgängig waren, ordentlich Aktien gekauft. Von Facebook, von Walt Disney, von Cisco, also alles Unternehmen, die ein vernünftiges Geschäftsmodell haben und die auch lange davon profitieren. Darüber hinaus gab es noch Anteilskäufe bei Boeing. Boeing finde ich natürlich äußerst spannend, weil die sehr günstig waren und in der Vergangenheit auch viele Managementfehler gemacht haben. Eventuell ist das Management da auch abgehoben, nicht wie beim norwegischen Staatsfonds. Das ist nicht mehr so bodennah oder nah an der Produktion, sondern hat auch das Management von Boeing einen ganz anderen Standort als die eigentliche Produktion. Aber tendenziell sieht man, hier bewegt sich einiges. Gerade der Zusammenbruch des Ölpreises, den man gesehen hat in der Vergangenheit, hat den Staatsfonds nicht dazu bewegt, die Investitionen zu kappen, sondern hat halt auch einfach weiter investiert. Das ist, glaube ich, langfristig wichtig. Was ich noch spannend fand, eine Schlagzeile aus der Vergangenheit, dass der Staatsfonds auch Anteile aufgebaut hat an europäischen Ölunternehmen, wie zum Beispiel unsere Total aus Frankreich. Bei den Unternehmen sind wir ja auch beteiligt und finden es ganz spannend, weil es mit die beste Bilanz hat und auch langlaufende Reserven. Jetzt
müssten das ja eigentlich absolute Experten sein im Bereich Öl. Und die erkennen so ein Investment als unterbewertet. Das heißt, es bestätigt unsere These, dass wir eigentlich richtig liegen bei dem Investment und wir vielleicht langfristig davon profitieren. Ungeachtet im Prinzip dieser Diskrepanz, man will unabhängiger werden von Öl, investiert dann aber in europäische Ölunternehmen. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das bewerten soll. Aber tendenziell ist es ein Unternehmen oder ein Staatsfonds, der viel macht, sehr flexibel ist, der vielleicht auch Fehler macht hinsichtlich des Zukunftsfonds, der da mit Sun aufgelegt wurde. Aber langfristig, glaube ich, ist das der richtige Weg, um sich unabhängig zu machen vom Öl. Okay, gut. Pascal, bist du noch da oder hast du schon? Ja, ja, natürlich. Okay. Wie siehst du den Staatsfonds? Ich sehe das ähnlich wie du. Also ich denke, Saudi-Arabien muss sich auf jeden Fall unabhängig vom Öl machen. Ich glaube, dass die aktuelle Ölpreissituation das nochmal stark verdeutlicht. Einerseits ist natürlich die Fracking-Industrie jetzt auch deutlicher belastet in den USA. Das heißt, die stehen auch vor großen Herausforderungen, was natürlich wieder für die arabischen Länder ja vorteilhaft sein kann. Aber sich einfach breiter aufzustellen, sich unabhängig vom Öl zu machen, das über ein diversifiziertes Portfolio zu machen, ist auf jeden Fall der richtige Schritt, dass da natürlich auch Fehler entstehen, wie die Investition in den Vision Fund, der halt sehr aggressiv vorgegangen ist. Und wie du schon sagtest, wenn ihr 200 Millionen braucht, dann geben wir euch 500, was natürlich jetzt ja in der Tat kein sinnvolles kaufmännisches Vorgehen ist. Und was jetzt natürlich sich insbesondere in der Situation mit WeWork auch bitter rächt für diesen Fonds. Na, absolut. Also hier kann man grundsätzlich auch so ein bisschen ja, aufs Gesamtbild schlussfolgern. Das heißt, es ist sinnvoll, in Aktien zu investieren. Viele, eventuell auch schlaue Leute, machen es über den norwegischen Staatsfonds oder den saudi-arabischen Staatsfonds. Es kommt auf den Zeithorizont an, aber langfristig kann man Erfolg haben. Es werden immer Fehler dabei sein. Aber das Schöne ist, auch wie Peter Lynch sagt, ich brauche nur 2-3 enorm gute Unternehmen, an denen ich mich beteiligt habe. Und dann lohnt sich eigentlich die Arbeit des lebenslangen Investierens schon vollkommen. Ja, Zeithorizont ganz wichtig. Aber diese 2-3 Investments natürlich zu finden, das ist natürlich auch eine Menge Arbeit dahinter. Da kann man nicht nur aufs Wachstum gucken und eben die Titel kaufen, die jetzt angesagt sind, die jetzt vielleicht da eben auch im Kurs steigen, sondern man muss natürlich auch schauen, wachsen diese Unternehmen nicht nur, was Nutzerzahlen, wir haben Netzwerkeffekte angesprochen, angeht, sondern sind die eben auch so profitabel, dass sie wirklich Werte generieren für die Aktionäre. Habt ihr noch Themen, Jungs, über die wir heute sprechen sollten oder was ist das für euch? Also wichtig, mich haben ein paar Fragen erreicht zu Aena und Fraport. Ach, okay, ja, gerne. Sind ja auch sehr betroffen in der Corona-Phase. Übergeordnet muss man sagen, so ein Flughafen hat ein regionales Monopol. Das heißt, Frankfurt wird weiterhin ein wichtiger Standort bleiben. Auch die Flughäfen in Spanien, die bei Aena drin sind, sind weiterhin wichtig. Aber aktuell kam natürlich der Reiseverkehr zum Erliegen. Man macht nur noch Geld über den Transport. Und das führt natürlich dazu, dass auch Fraport einige Investitionen zurückschrauben mussten. Pascal, weißt du noch, wo wir die Leute von Fraport zum Eigenkapitalforum gesprochen haben, der ja. Ihre extremen Investitionen am neuen Terminal? Ja, genau, genau. Das war schon ein sehr umfangreiches Projekt, was sie uns da dargestellt haben. Sogar noch mit einem eigenen Stück weiterer Autobahn. Aber das ist jetzt sicherlich eine Sache, die jetzt eher mal zurückgestellt wird. Was wir jetzt auch gesehen haben, ist, dass die Flughafenbetreiber ja auch alle ihre Dividenden gestrichen haben. Ja. Was natürlich betriebswirtschaftlich eine sinnvolle Maßnahme ist. Absolut. Ja, und zeigt dem Anleger ja auch dem Dividendenjäger, der jetzt vielleicht in erster Linie erstmal enttäuscht ist, aber dem zeigt es ja auch, dass diese Unternehmen dann doch sinnvoll wirtschaften und eben auf einen langfristigen Erfolg aus sind, nicht auf die kurzen. Genau. Ja, darüber hinaus sind die halt aktuell ein Spielball von der Politik. Wann geht's weiter? Wann fliegen die ersten Flugzeuge? Und da bin ich eigentlich optimistisch. Ich glaube, die ersten Flieger sind schon wieder nach Athen geflogen.
um dort Urlaub zu machen. Das, also langsam kehrt da wieder Leben ein. Die Flughäfen sind nicht mehr so gespenstisch wie in der Vergangenheit. Aber das dauert wahrscheinlich noch eine ganze Zeit, bis sich es vollständig normalisiert. Und für uns natürlich als langfristige Investoren, wir müssen uns die Frage stellen, wird sich es irgendwann mal wieder vollständig normalisieren? Da sehe ich auch ein paar Punkte, die da dagegen sprechen. Zum einen hat sich es bewährt, mit so digitalen Medien zu kommunizieren. Zum anderen ist man, glaube ich, auch dazu übergegangen, dass nicht jedes Meeting vor Ort stattfinden muss, weil es ja halt auch Kosten bringt und man kann das Prinzip auch schnell über Telefon klären, aber eine Reisebereitschaft bleibt weiterhin. Es bleibt weiterhin wichtig, viele Flughäfen miteinander zu verbinden. Ich gehe davon aus, dass das auch wieder zurückkehrt. Wann ist natürlich eine Frage, die wir nicht hundertprozentig klären können, weil es sehr politisch ist. Aber tendenziell haben gerade die zwei Flughäfen eine sehr gute Ausgangsposition. Zu Fraport nochmal kurz. Wer ist da der größte Mitbewerber? Da hat das Fraport-Management klar gesagt, unsere größte Kunde ist Lufthansa und Lufthansa hat weiterhin große Flughäfen in Zürich und München. Deswegen sind das eigentlich unsere größten Konkurrenten. Dahingehend müssen wir schauen, wie das anläuft, auch in der Schweiz, wie da im Prinzip die Reisen wieder möglich sind. Wenn die Schweizer natürlich da dick schneller sind, könnte Fraport einen Nachteil haben. Aber insgesamt hat der Fraport nicht nur Frankfurt, sondern auch viele griechische Flughäfen. Dahingehend muss man sagen, ja, wird sich das langfristig normalisieren. Was wichtig ist für Fraport, dass die Verschuldung des Unternehmens sehr langfristig ausgerichtet ist. Das heißt, jetzt im Jahr 2020 werden nur noch ungefähr 345 Millionen fällig. Der größte Batzen kommt dann im Prinzip wahrscheinlich 2021, ist ein bisschen größer mit 454 Millionen, aber richtig viel kommt dann im Jahr 2027. Und bis dahin hoffe ich, dass wir Corona eigentlich schon fast wieder vergessen haben. Und langfristig wieder alles im Lot ist. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, das du angesprochen hast, Florian. Also ist ja eigentlich auch eine gesamtgesellschaftliche Frage. Jeder hat irgendwie was mit, ist mal geflogen und fragt sich jetzt vielleicht, wie viel Verkehr brauchen wir überhaupt noch in Zukunft? Vor allem, wie viel Verkehr brauchen wir in Zukunft? Du hast angesprochen, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen werden technisch immer ausgefeilter, werden immer besser, die Bandbreiten steigen überall. Es ist also auch möglich, von zu Hause aus viel zu machen. Man muss nicht unbedingt ins Ausland reisen, um da vielleicht Büros zu besuchen, Kollegen zu besuchen. Das geht alles auch digital. Und da stelle ich mir natürlich, oder ich kann mir vorstellen, auch für euch Analysten ist es da sehr, sehr schwierig zu ergründen, mit welchem Nutzeraufkommen zum Beispiel Airlines in Zukunft profitabel arbeiten werden. Also ich glaube nicht, Normalisierung bedeutet in dem Fall nicht, dass wir wieder alte Flugverkehrszahlen und Nutzeraufkommenzahlen sehen werden, sondern die Airlines, die müssen da einfach mit anderen Zahlen operieren und mit anderen Nutzeraufkommen. Oder verstehe ich das falsch? Also gerade bei den Airlines sehe ich es wirklich ein schwieriges Thema, auch mit Blick auf staatliche Vorgaben. Wenn Airlines jetzt wirklich dazu verdonnert werden, dass die Mittelreihe nicht mehr besetzt werden dürfte, das würde ja extreme Herausforderungen darstellen. Das heißt, ein Flug kann gar nicht mehr so effizient oder bebucht werden, wie das vorher der Fall war. Das wird natürlich gerade so kostenaffine Airlines wie Ryanair natürlich besonders treffen, deren Geschäftsmodell ja maßgeblich davon abhängt, dass das Flugzeug voll ist, dass das Flugzeug wieder schnell in der Luft ist. Da ist auch die Frage, ist nach jedem Flug, sollen da umfassende Desinfektionsmaßnahmen ergriffen werden. Das heißt, Ryanair könnte das Flugzeug gar nicht mehr so schnell hochbringen, wie sie das sonst immer geschafft haben. Ja. Also das sind noch viele offene Punkte, die das schwierig machen, das zu bewerten. Was ich für realistisch halte, das ist, dass die Preise fürs Fliegen wahrscheinlich anziehen werden. Ja, sicherlich, ja. Weil einfach gewisse Fixkosten bestehen und die müssen gedeckt werden, dann eben auch von kleinen Kunden auch in Zukunft. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema, finde ich. Also die Frage, wie effizient
werden in Zukunft die Airlines arbeiten müssen. Ich denke, das ist kein Thema, wo man jetzt wieder schnell investieren kann oder sollte, aus meiner Sicht zumindest, weil da einfach noch ganz, ganz viele Fragen ungeklärt sind, die man dann doch eher tiefergehend analysieren muss, auch gerade was so politische Entscheidungen in Zukunft angeht. Auf jeden Fall höchst spannend, aber eben auch, ja, man braucht dann einen gewissen Fokus und gewisse Geduld, um da zu wirklich guten Ergebnissen zu kommen. Sicherlich ein Zockelement mit drin im Moment. Ja, einfach eine Komponente, die man nicht berechnen kann. Tendenziell sehe ich es auch so wie Pascal, dass halt die Preise steigen, weil Überkapazitäten abgebaut werden. Das heißt also auch für so alteingesessene Airlines wie Lufthansa ist es eine Chance, einfach mal das ganze Unternehmen ein bisschen mehr auf Effizienz zu trimmen. Dahingehend, ja, die Preise steigen, man wird effizienter. Und man muss halt schauen, was die Politik macht. Und das ist ja gerade spannend bei der Lufthansa, wie weit sich die Politik beteiligt. Es gibt immer noch keine vernünftigen Aussagen. Es gibt jede Menge Spekulationen. Ich bin gespannt, was wir da vielleicht am Wochenende oder nächste Woche sehen werden. Okay. Zieht man einen Strich drunter, Jungs? Gerne. Gerne. Okay, alles klar. Gut, liebe Zuhörer, das war's für die, ich glaube, heute war die 14. Episode des Privatinvestor Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich denke mal, so in 10 bis 14 Tagen hören wir uns zumindest für den Podcast nochmal, Jungs. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Schöne Grüße ins Homeoffice und tschüss. Servus, alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss zusammen, schönes Wochenende.